Jo, und damit moin zu einer und willkommen zu einer neuen Folge von The Project Zomboid. Ja, wir haben ziemlich Probleme. Wir haben eine bösartige Erkältung und das ist etwas unwohl wegen den ganzen Zombie-Leichen, die da überall rumliegen. Ja. Gemäßigte Anstrengung, ja super. Ja, was können wir machen? Ja, wir können was lesen, ja, das ist geil. Darauf hoffen, dass die Erkältung weggeht. Na, übrigens etwas hier. Uns ist unangenehm heiß. Hier sind es 10,5. Es ist neblig. Ja. Solange hier im Umkreis alles noch in Ordnung ist, habe ich noch so ein bisschen Hoffnung. Ja. Aber dieser verdammte Husten, der lockt halt echt alles im Umkreis von dieser Fläche oder so an Zombies an. Ja. Ohne Atemschutzmaske können wir uns da auch nicht lange aufhalten. Uns wird uns ja direkt wieder unwohl. Ich wollte eigentlich in den Laden rein und checken, ob da irgendwo in dem Häuschen eine Gasmaske drin ist oder so. Das würde uns ja extrem helfen, aber nö. Brauche mich hier schon fast gar nicht vorzuspulen, ne? Diesen verdammten nehmen sie schon nichts. Sind wir müde? Sehr müde. Oh, super, das ist weg. Geringfügige Schmerzen. Hm. Wie können wir hier im Auto pennen? Ne? Warten wir mal bis 18 Uhr. Komm, können wir noch eine Tüte Chips essen? Pennen? Nein, das wollte ich gar nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Schmerztabletten haben wir die genommen. Ja. Ich hoffe nicht, geht auch wieder weg, ne? Also noch ist nicht alle Tage Abend hier. Essen haben wir auch noch. Aber wie lange kann so eine Erkältung dauern, ne? Was ist eine bösartige Erkältung? Ja, das merke ich selber. Komm, wir lesen jetzt einfach. Verdammt. Fing an. Feinplatte. Wir müssen den hier weglocken. Komm her. Wieder welche. Ja, schießen können wir wenigstens nochmal.
Das geht ja wenigstens. Ja, ich will dich hier nicht ums Auto liegen haben. Jetzt haben wir gleich gar keinen Safe Space mehr. Ein Stückchen davon weg. Ja. Unangenehm heiß. Ja. Was bleibt jetzt ein anderes übrig? Das lief schon halt echt aus der Bahn, ne? Regnet natürlich auch, ne? Ja, gut, dass wir Lesestoff dabei haben. Achi. Die Schmerzen sind weg. Da haben wir echt Glück und das wird noch besser. Die Schmerzen sind wieder da. Schmerzen sind schmerzhaft. Tischlerei sind wir fast fertig. Ja. Komm, das lesen wir jetzt noch zu Ende. Ja, gut, dass wir genug Wasser dabei haben. Und dass wir nicht super durstig sind, sonst hätten wir echt ein Problem. Ja. Stellen wir morgen 9 Uhr. Ja, was soll ich machen? Ja. Komm schon, wird besser. Kalte sind natürlich auch nicht so förderlich. Oh, man sollte es natürlich auch noch ranmachen. So, jetzt sollte es gleich wärmer werden. Zu essen hier im Hochsee. Das ist echt eine mega miese Erkältung, ne? Heizung ist auch auf volle Tour, ne? Kann das denn so kalt sein?
Siehst du das auch? Oh ne, du kannst nicht mehr in der Fahrt lesen, ne? Weil der Motor die ganze Zeit läuft. Deswegen. Ja, genau, ballert da noch rum. Ne? Hier noch was zu essen, ja. Diese Erkältung, ne? Die macht mich echt fertig. Dass das auch echt kein Deut besser wird, ne? Jetzt drücken wir wieder unwohl. Etwas gelangweilt. Ja, was soll ich machen? Diese Erkältung bricht uns echt das Genick, ey. Also wenn es etwas gibt, was echt schlimm ist, dann Erkältung hier. Komm, jetzt wird doch mal besser. Langweilt sind wir auch noch im Regen rumrennen, auch und noch depressiver. Gibt's da nicht mehr. Haben wir denn noch? Kann ich aufheben? Müsli, Marinara. Schokolade hat auch sehr viele Kalorien. Das ist eher nicht so gut. Tischlerei. Band 2. Hey, genau, hier sind wieder 500 Zombies, ey. Kommen die denn wieder alle her? Diese Erkältung hier nicht weggehen. Denkst du, das dauert eine Woche? Nur 122 Schüsse. Ich glaube, wir müssen hier echt abhauen. Fahren nach Quarry Lake, kurieren uns aus und arbeiten uns dann hier nochmal durch. Ja. Ja, das wird ja so nicht. Wir husten uns hier ja zu Tode. Ich komme ja keinen Millimeter weiter.
Nein, hat absolut keinen Sinn. Kato ist halt echt miese. Oh, jetzt sind wir auch noch unten. Weg von den ganzen Zombies hier. Ja, das hat ja keinen Sinn. Ja, zum Glück haben wir genug Essen. Das ist echt ärgerlich. Und zum Glück ist die Karre vollgetankt. Naja, so gut es geht noch, ne? Oh. Lass mich durch. Ich bin ein Bundesagent. Ja, dann gehen wir da zum Leuchtturm. Quarry Lake. Das hat keinen Sinn mehr. Ich habe es jetzt lange genug versucht, aber Erkältung wird kein Deut besser. Schon ist es wieder ein paar Unruhe. Au. Machen wir noch die Karre kaputt. Warum machen nicht? Naja, können wir da ein paar Bücher lesen oder was? Ja? Noch so eine. Ja, zum Glück ist es nicht so super weit weg. Ja. Wenn dann sind da wahrscheinlich auch noch mal vereinzelt irgendwelche Zombies. Kannst du mal weggehen? Ein Lu am Husten. Achi. Achi. Jeder mal abbauen. Muss hier durch. In der City wollte ich eigentlich auch nicht bleiben. Toll.
Regen sind wir wohl, ne? Wird es jetzt besser oder wird es schlechter? Ja, wenn es jetzt schlechter wird, haben wir echt ein fettes Problem. Ganzen Dosen Dinger hier mit. Irgendwas Gutes zu essen. Nur Chips, ne? Kommt da irgendein Zombie? Ja. Kollege, du musst hier mal raus, ne? Meist den Typen da nochmal rein. Hier, zeig. Der muss auch weg. Zombie oder so? Nein, ich glaube nicht, ne? Ja. Ich würde behaupten, uns geht's gar nicht gut, ne? Ich zieh die Jacke mal aus. Sind eh 22 Grad drin. Ja, es wird besser. Übelkeit. Ja, das ist nicht so gut. Nur noch schnupfen. Ich glaube, wir schaffen es sogar. Ja. Wir müssen mal echt uns waschen. Ja. Alter Verwalter. Das hier soll weggehen, ey. Nicht, dass wir uns irgendwie infiziert haben oder so. Das wäre echt übel. Ich wüsste aber auch nicht wie, ne? Komm, wir waschen mal alles. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ah, das wird besser. Es wird besser. Das Ding dahin. Ja. Komm, geh weg, ey.
Ja. Oh, wir sind wieder gesund, Leute. Oh. Darum muss Mökeli. Uiuiuiuiuiuiui. Wie lange hat das jetzt gedauert? Zwei, drei Ingame-Tage? Brauchen halt unbedingt irgendeine Atemschutzmaske. Ja. Eine Feuerwehr gibt's hier nicht, ne? Ich hab zumindest keine gesehen. Haben wir lesen noch ein bisschen. Ja, wir haben Kilo zugenommen. Und nochmal eins, Mügeli. Dafür kannst du da noch auspennen, ne? Ist eine Dose mit Mais hier. Jetzt trotzdem mal pennen will. Ah, 55. Die Schlange kann hier bleiben. Das essen wir mal. Also, wie geht's so, ne? Ja, aber schlecht ist sie nicht. Eine Flasche voll. Das kann weg, das kommt hinten rein. Schmerztabletten auch wieder weg. Die können auch gerne hier bleiben. Wir haben noch 114. Alter Verwalter. Könnten nach Rosewood und da mal in der Feuerwehr gucken, ob da irgendwas am Start ist. Ja. Atemschutztechnik. Technisch. Nur mal kurz schnell rein. Raus. Macht sie bloß die Jacke wieder an, wenn du nochmal krank wirst, ne? Aber jo. Jo, und damit ist diese Folge leider auch wieder am Ende. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Liken, Abonnieren, Kommentieren. Freue mich, dass ihr hier mit am Start seid. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei meinen ganzen Kanalunterstützer, dem Gerd Lorelei, Sascha Tees, ist halt so, H2O, Everson, Nein Baby, Nils Grote, Peter Pichler, Torf Rose, 1996, René Horst Spindler, Sven Becker, Nageltermin, Tom Friede, Marcel Pauke, Wichte, Gangflow, Sebastian Reinecke, Mackensen, Onkel Tom, Thunderduck 99, der Kai, Nismog FX, Olaf Güde. Vielen, vielen lieben Dank, Leute.
Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Gehabt euch wohl. Und ich sag, bis denn dann.